Hallo ihr Lieben, heute das Thema Glitter und da ich nicht wusste, was ich dazu basteln will, habe ich überlegt, mache ich wieder mal ATCs, wollte ich sowieso dieses Jahr mehr basteln und ich habe ja hier Anfang der Challenge diese Diamond Painting Sticker gemacht, die schon schön glitzern. Die dachte ich passen gut zum Thema Glitter, aber die glitzern mir noch nicht genug, deswegen dachte ich, wir kombinieren das noch mit diesen Glitter-Stickers und schneiden uns da einfach was für den Hintergrund aus. Und weil ich das sehr gerne mag, nehmen wir noch hier so ein paar Steinchen dazu. Und das ist auch schon meine Idee zum Thema Glitter. Ich habe hier drei Rohlinge. Die Rohlinge habe ich selber gemacht. Wie ich das Papier gemacht habe, ist eines meiner allerersten Bastel-Tutorials auf YouTube. Wenn ihr euch das interessiert, schaut da einfach mal rein. Und ich würde sagen, legen wir los. Ich habe mir überlegt, damit wir nicht so arbeiten wie die letzten Male immer, nehmen wir als erstes die Bögen. Ich hoffe, das funktioniert. Und stanzen uns. Boah, das geht ja schon. Jetzt bin ich verrutscht. Kriege ich das wieder richtig aufgelegt? Ich befürchte eher nicht. Das sieht ganz gut aus. Oh, geht ja schwer. Oder es liegt am Material. Ich glaube, das wird nichts. Jetzt hängt es hier drin irgendwie fest. Die ganze Glitterfolie kaputt, aber jetzt hat sich es wieder gelöst und das ging schon mal in die Hose. Jetzt will ich aber mal gucken, liegt das an der Stanze allgemein oder lag das jetzt an dem Material? Okay, das lag an dem Material. Das kommt wieder in die Restekiste. Gut. Dann schneide ich mir das hier erstmal weg. Also diese Glittersheets hatte ich jetzt schon ein paar Mal Probleme damit, weil die zum einen sind die sehr dünn. Die haben nicht die Stabilität wie zum Beispiel Sticker. Das macht dann das Aufbringen schwierig. Und zum anderen sind sie sehr zäh. Deswegen funktioniert das jetzt wahrscheinlich auch mit der Stanze nicht. Also müssen wir selber was ausschneiden. Wo lege ich nur gerade? Schablone. Stift.
Dann werden die Folien wahrscheinlich auch nichts für einen Plotter sein, weil das wird einfach mit dem Messer zu sehr verkleben, was ja ursprünglich meine Hoffnung für die Folien war. Aber das macht ja nichts. Wenn es nicht will, wie es soll, dann machen wir es halt anders. Übrigens, mit den Velvet Sheets habe ich dieselben Probleme. Hintergrund und jetzt dachte ich, suche ich mir einfach eins von den Tierchen aus und ich wollte nehmen den Waschbär, den Fuchs und den Hasen, das Eichhörnchen ist eher Querformat, das passt dann hier nicht rein und die Tiere schreien am meisten so dieses Indianer-Thema. Was ich bei den NTCs gerne hätte. Okay, das sind wieder rein, wie beim letzten Basteln. Das heißt, wir schneiden uns die Steinchen wieder. Ich bin zwar eher fürs Chaos, aber manchmal muss das auch ein bisschen schlichter. Und daher das Thema. Glitzer ist das ordentlich Glitzer. Das heißt, ich habe jetzt hier noch so wieder so Nuvo Glitzer. Den habe ich jetzt gerade das erste Mal geöffnet. Den muss man dann erstmal so ein bisschen in die Gänge kriegen. Ich meist einfach so ein bisschen über die Ecken, über die Kante. So, das ist ein ganz feiner Glitzer. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das erfassen kann. So, das ist Karte Nummer 1. Da kommt dann hinterher hinten noch mein Kärtchen drauf und die Reihe werde ich Indianertiere nennen. Machen wir im Prinzip Karte Nummer 2, dann nehme ich jetzt ein anderes Glitzer-Sheet und ein anderes Tierchen. Ansonsten wird die genau gleich aufgebaut. Übrigens, wenn ihr Kreise schneidet, empfehle ich euch immer eine große Schere. Damit geht das deutlich besser.
Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich mein Arbeitszimmer aufräumen muss und dafür die neuen Regaleinsätze bestellt habe. Ich habe bei eBay welche gefunden aus Pappe, was ich super finde, weil zum einen sind die deutlich kostengünstiger, zum anderen sind die trotzdem schön stabil und zum dritten ist es halt deutlich umweltfreundlicher. Auch wenn die mal kaputt sein sollten, und kann man einfach mit ins Altpapier schmeißen. Und da habe ich mich gestern gefreut, dass die ankam. Und habe angefangen aufzuräumen. Ich habe auch fast alles verräumt. Und dann packe ich die aus. Ja, die Einsätze passen. Die passen perfekt ins Regal. Alles wie es soll. Dann packe ich weiter aus. Ihr seht schon wieder nicht, was ich mache. So. Dann packe ich weiter aus und komme zu den Schubläden und merke, sie haben mir die falschen Schubläden geliefert. Ich habe im Prinzip Einsätze, die das Fach in zwei und drei Fächer unterteilen. Und ich wollte für das zweifächrige Fach eine Schublade über die gesamte Breite und zwei Schubladen über die halbe Breite, weil die Schubladen über die halben Breiten haben dann genau das Maß 16 x 16 ungefähr, und das passt halt gut zu den 15 x 15 Papieren oder den 15 x 30 Papieren, dass man die da einordnen kann. Den anderen Schub, da wollte ich im Prinzip meine fertig gebastelten Sachen reinpacken, damit die lichtgeschützt sind. Jetzt ist es so, dass ich habe dem Verkäufer geschrieben, ja, die haben ein neues Warensortiersystem und dadurch kam wohl was durcheinander. Und dadurch wurden mir halt die falschen Schubladen geliefert. Ich darf die behalten, ich kriege die anderen noch nachgeliefert, aber die anderen werden jetzt wahrscheinlich ankommen, wenn wir im Urlaub sind. Sprich, ich werde es nicht mehr schaffen, vorm Urlaub mein Arbeitszimmer komplett wieder einzuräumen. Und das ärgert mich schon ein bisschen, weil jetzt hätte ich im Prinzip die Zeit und nach dem Urlaub habe ich wieder keine Zeit. Gut, es fehlen jetzt nur drei Schubladen im Prinzip. Aber es ist halt wieder was, was liegen bleibt. Aber trotzdem, die Produkte sind super. Der Händler hat schnell reagiert, hat sich entschuldigt. Da kann man eigentlich nicht meckern. Für mich war es gestern nur ärgerlich. Ja, aber ansonsten habe ich jetzt alles wieder verräumt. Dadurch, dass ich die Fächer mehr unterteilt habe, kann ich die viel effektiver nutzen. Weil irgendwie, ich nehme mir zwar vor, dass es nicht mehr Material wird, aber es wird dann doch immer mehr und auch immer mehr Verschiedenes. Und ich hatte zum Beispiel am Anfang die Gouache und die Aquarellfarbe zusammen in einem Bereich sortiert und dann festgestellt, ja, jetzt wurde es immer mehr Gouache, Aquarellfarbe war ich schon ganz gut aussortiert, und wenn ich mit Gouache male, will ich eigentlich nicht mit Aquarellfarbe malen. Also brauchte ich Platz, das auseinander zu sortieren, dann ging das in dem Fach wieder nicht gut. Aber mit den neuen Einsätzen, da habe ich jetzt halt die 3x3 Einsätze genommen. Nicht 3x3, dreifache Unterteilung. Habe ich zwei davon. Und da habe ich jetzt halt meine Farben nach Thema sortiert, sodass, wenn ich sage, ich will zum Beispiel Acrylfarbe malen, nehme ich halt
das für Acrylfarbe her. Ziehe mir da alles raus, was Acrylfarbe ist oder was ich brauche und muss nicht immer erst die Aquarellfarbe und so weiter außen zur Seite legen. Vorher hatte ich das zwar auch schon in Boxen sortiert, aber die Boxen standen halt übereinander und da war immer die Box, die du gebraucht hast, ganz unten. Jetzt ist halt ein Regalbrett dazwischen, mehr ist es ja im Endeffekt nicht, aber dadurch kannst du halt auch problemlos die unterste Box rausziehen. Und ich hatte lange überlegt, ob ich das Geld noch investiere, weil eigentlich ist mein Shopping-Budget fürs Jahr schon ziemlich aufgebraucht, bis auf halt für die Weihnachtseinkäufe. Und dann habe ich halt auch gesagt, es macht mir meinen Alltag leichter. Es sorgt dafür, dass ich da überall weniger Zeit brauche, schneller wieder aufgeräumt habe. Und dann investiere ich halt das Geld. So. Das war die letzte Glitzerkarte. Und die glitzern wirklich auf. Also man hat das Glitzern der Tiere selber, man hat das Glitzern von dem Kreis und man hat das Glitzern am Rand. Die Steine glitzern auch leicht. Also ich glaube, mehr Glitzer geht nicht. Gut. Dann war es das auch schon für den heutigen Punkt. Beim Aufkleben der Zettel hinten drauf nehme ich euch jetzt nicht mit. Ich denke, das ist nicht allzu spannend. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!